Servus, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anno 1800. Das letzte Mal haben wir Paprikahausen zurückerobert. Oh, und haben einiges an Stahlträger noch bekommen. Geil. Das haben wir uns jetzt einfach mal geschnappt. Und wir haben gesagt, diese Folge bauen wir die Insel wieder auf. Die hat ja schon mal uns gehört. Und wir haben sie ja dann leider an Alonso verloren. Jetzt haben wir sie wieder zurückerobert. Und ich habe nicht vor, diese Insel jemals wieder aus der Hand zu geben. Deswegen lasse ich jetzt auch die drei Schiffe da stehen. Und wir bauen zuerst einmal das Holz ab. Was wir dringendst brauchen, ist Hopfen. Das ist einmal extremst wichtig. Aber davor brauche ich zuerst einmal Leute, bevor ich Hopfen abbauen kann überhaupt. Deswegen Marktplatz und deswegen Holz, was wir von hier mal rüberbringen. Ja, wir sind im Krieg mit Alonso und mit der Margaret, also es ist alles hart am Limit. 150 sollten mal für den Anfang reichen, die kriege ich ja nicht mal auf die Insel drauf, aber wurscht. Gut, wichtig ist auch noch, dass wir eine Rumroute einrichten. Was leider ein schwieriges Unterfangen ist, weil hier unten fährt man raus in die neue Welt und hier sind überall Inseln im Weg. Hier die Margaret, hier der Alonso, hier wenn ich die Route mache, möchte das Schiff lieber da bei Alonso vorbeifahren. Man weiß nicht warum, ich werde das aber nochmal probieren, weil wir brauchen diese blöde Route. Die ist einfach essentiell. Bauen tue ich dafür einen Clipper für den Anfang. Da wird noch brav repariert, was wird da geschossen oder was? Ja, okay. Mal wurscht. So, okay. Dann bereiten wir hier gleich einmal Geschützstellungen vor. Also Kanonentürme. Zwei Stück sollten an sich reichen. Steine und Kanonen brauchen wir dafür und Bretter. Ja, boah, das dauert jetzt noch. Es dauert jetzt noch ein wenig. Weil, wie gesagt, zuerst brauchen wir mal einfach das Holz. Das ist einmal das Wichtigste. Dann brauchen wir einen Hopfen. Dann kriegen die Leute wieder Bier. Und dann sind wir endlich wieder im Plus, weil das Rote da links oben macht mich nervös. Diese 378, die wir da minus haben. Das gefällt mir eher weniger. Ach ja, und ich schicke jetzt sofort ein Schiff in die neue Welt. Weil wir haben drüben nichts. Gar nichts, ja. Und sind letztens schon angegriffen worden von der Margaret, nämlich in Rum Cityhausen. Nur die haben glücklicherweise dann abgedreht, nachdem sie gemerkt haben, okay, das dauert's lang. So, was ich aber sehen möchte, ist, wie dieses Schiff jetzt drüber fährt. Das müssen wir im Auge behalten. In unserem Auge, nicht in den Augen. In die Takelage. Sieht man da die Route vielleicht wieder? Ne, wahrscheinlich nein. Kann man nicht sehen. Aber wenn er den Kurs beibehält, weiß ich nicht, ob das gescheit ist. Weil er kommt dann irgendwann einmal hier vorbei. Da stehen ein paar Türme. Und die Margaret, habe ich gerade gesehen, hat zwei Linienschiffe. Das wird eine spannende Geschichte, denn hier ist ein Linienschiff und hier ist noch ein Linienschiff. Alt, stopp. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Tut rest um. Ich komme einfach nicht drüber in die neue Welt. Wahnsinn, ich muss einfach die gegnerischen Schiffe jetzt dezimieren anfangen. So, warum ist ein Minus gestiegen? Das gefällt mir noch weniger jetzt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was da los ist. Egal. Wir haben ein zweites. Ah, da. Was habe ich? Irgendwo da. Da ist es. Ein zweites Linienschiff. Oder sogar schon ein drittes Linienschiff. Da ist jetzt noch ein neues. Ah, jetzt wird die Sache langsam interessant. Jetzt wird es langsam knusprig. Weil jetzt gehen wir auf Jagd. Jetzt erst muss ich schauen, was mit dem Minus ist. Ich meine, ja, okay, jedes Schiff kostet Unterhalt. Ah, es kann schon das sein.
Das kann schon der Unterhalt sein von den Schiffen. Ich mache jetzt Folgendes, ich lasse jetzt in die Arbeit aufsteigen. Es mangelt an Weil Handwerker uns mehr, weil Handwerker uns mehr Geld bringen. So, da kommt jetzt das Holz rüber. Ja, ich habe gerade beschlossen, bevor wir da großartig auf Jagd gehen, kümmern wir uns um den Hopfen. Das sollte ja gleich einmal erledigt sein. Bier, Hopfenplantage. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Zack, davon zwei Stück. Und das war, naja, nee, zwei ist zu wenig. Machen wir vier wieder. Ich glaube, vier waren es vorher. So, das sind 16 Häuser. Das sollte sich ausgehen mit den Farmern. Sollten wir eigentlich genug haben. Aha. Ja, hopfen wieder, bis sie dauern, logischerweise, bis sie den mal abbaut haben. Oh, und vor allem. Das wäre vielleicht auch noch ganz cool. Okay. Gut, soweit so gut. Das hätten wir mal. Jetzt, meine Freunde, fahrt sie hier hinunter. Oh mein Gott, nein, fahrt sie nicht. Steppert sind die schon gut befestigt, alle. Wohin fahrt sie denn hier? Ihr fahrt hier hin. Könnt ihr da hinfahren? Na. Das ist echt nicht so easy. Da könnten sie hinfahren, glaube ich. Ihre letzte Stunde hat geschlagen schließen. Und sie stromern hier herum. Nix hat geschlagen, Alter. Deine letzte Stunde hat geschlagen. Ich muss langsam überlegen, was ich geldmäßig mache. Also anfangen, Sachen zu verkaufen. Seifen zum Beispiel. Wir haben doch von irgendeinem Schiff Seifen bekommen, also was wir zerstört haben. Und die sind ja gut was wert, wie wir wissen. Deswegen 100 Stück. Ab ins Gefängnis. So. Und. Ihr seid jetzt meine Jäger. Jawohl. Das gefällt mir. Er möchte schon schießen, ne? Ja. Oh, das war noch was. Ah. Zwei auf einen Streich. Im Runo. Was kümmert euch noch um den Dreck? Kann ich da ranfahren? Puh, ich weiß nicht. Ich fahr mal lieber mit einem Schiff nur ran. Ja, nee, ich werde schon beschossen, glaube ich, oder? Ein Schweinchen habe ich bekommen. Jawohl. Baumwolle auch. Geht sich alles aus? Die Meeresenge da ist super. Da bleibt sie stehen. Da werdet ihr viel Spaß haben, glaube ich. Das Problem ist nur, dass die automatisch verfolgen. Das heißt, es könnte sein, wenn ich nicht darauf achte, dass die dann einfach in den Hafen reinfahren vom Gegner. Das wäre dann eher suboptimal, das Ganze. Das gilt es zu verhindern. Aber so ein bisschen was abfarmen da? Ja, warum nicht? Geil wäre es, wenn jemand runter. Schaut es an, der nächste. Wenn jemand rum dabei hätte, wäre es natürlich grandios. Schiff unter Beschuss. War nicht zu schnell, wir wollen dich down machen, bitte. Oh, der hat Bier dabei gehabt, oder? Wo ist das? Da war gerade irgendwo Bier. Nee, doch nicht. Ah, da oben, okay. Das nächste Schiff. Es läuft da besser als gedacht. Besser als vermutet. Ein Huhn. Das kann man auch in den Zoo reinstecken. So, das war mal ganz gut. Ich fahre es wieder zurück. Und liefert den ganzen Schrott einmal ab. Wieso? Was ist jetzt wieder? Warum brennt es hier? Ach, die
Da fahrt's los. Welche Hochöfen, what the fuck? Das ist, sind keine Hochöfen, das ist Brand. Bau eines Schiffes fertig, nice. Der Clipper ist es. Den ich jetzt manuell darüber steuere, wenn ich... Ja, schauen wir mal. Clipper heißt fleißige Biene. Routen. Da haben wir die Rumroute noch. Fleißige Biene, du kommst weg. Ja, das ist mein Problem. Jetzt schiebe ich sie wieder darüber. Weil es ja theoretisch da drüben, wenn er so fährt, gut wäre. Annehmen. Ah, welches Schiff war unter Beschuss? Neue Befehle? Wo fahrt sie? Was ist los? Okay. Alles cool, alles cool. Warum schießt sie nicht? Ah, doch, okay. Ja, die stehen ein bisschen ungünstig zu dem Schiff da vorne. Schiff unter Beschuss. Du dürftest nur nicht in den Range reinfahren vom... Ja, das dürftest du nämlich genau nicht. Fahr weg. Oh, unser Schiff, die fleißige Biene hat es durchgeschafft. Das war aber sehr risky, wie es gefahren ist. Aber hey. Was ist jetzt mit dir? Fahr weiter. Play. Sorry, ich wollte nicht passieren. Schiff unter Beschuss. Das ist mega da. Da brauchen wir, müssen wir auf jeden Fall die Seehoheit behalten hier. Eine Seeblockade aufstellen quasi. Aber ich möchte trotzdem zuerst mal abliefern. Und das brauche ich jetzt auch. Lektorieren. Das schaut ja ganz gut aus. Dann ändern wir nur das Einkommen. Bei dem hier. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind nur Fregatten, komm. Schieß zurück. Ihr dürft schießen, Feuer frei. So aufpassen, dass ich da oben nicht irgendwo in die Range komme. Ich glaube, wir verlieren jetzt ein Schiff. Vielleicht haben wir aber auch Glück. Ich habe es ausgelöscht. Bitte fahrt's, bitte schneller. Ein Schiff wurde zerstört. Ah, Kacke. Nee, die fleißige Biene. Ja, weil es da durchgefahren ist. Na geh. Das ist ja... Das Spiel macht es mir wirklich nicht leicht. Da ist der nächste Scheiß. Okay, das ist unser Mate, der tut uns nichts. So, ich muss mich um den Dreck auch noch kümmern. Unsere Schiffe sollten mal soweit safe sein. Sind außer Kontrolle. Hä? Was ist denn? Gut, zweite Feuerwache. So, Hopfen. Gib mir der Hopfen, please. Okay. Brauchen wir nämlich jetzt wirklich dringend. Tja, ist nicht jeder mit einem Silberlöffel im Mund. Ach, ich habe das Schiff dorthin geschickt, oder? Dann brauchen wir nicht mehr ganz so dringend, weil ich verkaufe. Das hat uns ca. 50.000 oder 40.000 gegeben. Das war gut. Okay, das Minus ist natürlich auch deswegen, weil es überall brennt. Okay, gut. Das wäre dann nicht so hoch. Würde es nicht gerade brennen. Die waren ganz schön tapfer. So, und ich steuere dieses Schiff jetzt manuell rüber. Jetzt wird es mal zu blöd. Hä?
Hey, mir fällt gerade was ein. Das hätte man schon früher einfallen können. Man kann Routen auch um die Ecke steuern, sozusagen. Ich zeige euch dann gleich, was ich meine damit. Ach, da war ja noch was. Aber ich mache zuerst mal den Clipper fertig und dann kriegt er eine ganz eine coole Route von mir. Hopfen ist schon da. Wie heißt du? Die Windsbraut. Die Windsbraut übernimmt man jetzt die... Die Route übernimmt man nicht. Weil die sowieso nicht geht wahrscheinlich. Die lösche ich schon mal. Route einrichten. Paprikahausen. Laden. Hopfen entladen. Annehmen. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ja, alles gut. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Super attraktive Stadt. Wir kämpfen weiter, wenn nötig. So, jetzt dürfst du mal die Schweinchen ausladen und das Bier und so. Und das Huhn. Steuermann. Und das auch. Ja, und kaum haben wir Bier da, sind es mit 1800 im Plus. Ich weiß nicht, ist so gewaltig, was das bringt. Jetzt haben wir Hopfen auch mittlerweile schon eingelagert, also auch da geht die Produktion jetzt wieder los. Also ich hoffe, dass wir das jetzt im Griff haben. So, wenn wir den Clipper haben, gibt es dann die Rumroute, dann wird das Plus noch höher. Und dann können wir echt voll auf Krieg gehen. Auch ein bisschen mit der Produktion weitermachen, auch schauen, dass wir mehr Handwerker bekommen. Die wollen mittlerweile Pelzmäntel haben. Das ist mir jetzt noch ein bisschen zu früh, allerdings, was ich schon machen kann. Ich kann die Jagdhütte aufstellen. Muss nur gerade schauen, wo. Ich möchte das da hinten irgendwo machen. Oder vielleicht noch weiter hinten. Stellen wir da nämlich so, zack, zack, zwei Jagdhütten hin. Ein Kontor, also Lagerhaus. Und gut ist. Und ergänzen die Hopfenroute durch die Pelze. Ja, so machen wir das. Pelze, 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 Pelze. Annehmen. Passt. Wir kämpfen weiter, wenn nötig. Schiff vom Stapel gelaufen. Jawohl. Ein Clipper, die Hydra. Routen. So, da kommt die Hydra rein. Die wird entfernt. So, und jetzt zeige ich euch, was ich vorhin meinte. Und zwar dachte ich, dass ich das manuell so konfigurieren kann, dass das Schiff hier so hoch fährt und dann so runter. Oder halt hier so schräg am besten und dann runter. Allerdings gelingt mir das gerade nicht. Es funktioniert also nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dann schicke ich das Schiff jetzt mal manuell hier rüber. Apropos, da steht ja auch noch eins rum. Der baut da gerade eine Insel. Die Insel werden wir zerstören. Was kann die eigentlich? Zink, Kupfer, Zement, Weintrauben. Also scheiße ist die nicht. Flotte bereit. Flotte bereit, here we go. Angriff. Die Insel werden wir ihm einfach einmal zerstören. Genau, und so wäre ein guter Weg. Da kann ich jetzt mal auf Play drücken, weil jetzt wird es passen. Wenn er immer so fährt, ist okay. Wo? Neue Ziele. Ja, okay.
das passt schon so. So, das Schiff ist da. Traritra. Wir bauen Kanonentürme. Eins, zwei. Die drei lasse ich auch hier stehen. Naja. Zwei reichen. Eins schicke ich daher, falls die mal wieder glauben, sie müssen da meine zweite Schiffswerft angreifen. So, wir müssen auf jeden Fall darauf achten, wo diese Schiffe langfahren. Gut, dass wir mit dem befreundet sind. Warum sind die zwei Schiffe so viel schneller? Man weiß es nicht. So, das ist jetzt da und jetzt sage ich dem Schiff ab nach Rumsichtighausen. Sehr gut. Das Schiff wird es mal schaffen. Ja, den nehmen wir gleich mit, wenn er schon da ist. Da fahren wir nicht vorbei. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Genau, und Zeugs looten und ihr könnt schon weiterfahren. Für den Konto sollten zwei, naja, drei sind safe, zwei gehen auch. Der hätte eine Aufgabe. Was hat denn der? Eine Abholaufgabe ist immer gut. Abholaufgabe, wo denn? Da drüben, okay. Fahr ich doch glatt mal hin. Sehr gut. Plus ist in Ordnung. Also Bilanz ist in Ordnung. Das Plus, was wir haben, ist in Ordnung. Da kommen jetzt auch schon die ersten Fälle an. Für die Fälle, also für die Schneiderei, brauchen wir aber Baumwolle. Die kriegen wir wiederum nur in der neuen Welt. Also werden wir uns da auch mal langsam was sicher drum kümmern. Ah, hier kann ich keine Baumwolle machen. Da fehlt uns die entsprechende Fruchtbarkeit dafür. Ja gut, gut, dass ich gerade ein Schiff rüber schicke. Damit meine weitere Insel vielleicht dann besiedelt. Und die zum Beispiel, die hätte nämlich Baumwolle. Wir brauchen aber... Puh, der Rum ist bald voll. Wir brauchen aber auf jeden Fall Eisen. Ich hoffe, ich habe hier... Ja, wir haben hier Eisen. Eisen und Holz, also wir können die nächste Insel besiedeln. Wir brauchen nur das Schiff, was eh gerade am Weg ist. Ja, der Alonso, jetzt ist er nicht mehr so goschert. Er hat zwar seine drei Inseln, aber nicht mehr lange. So, es geht gerade los, wir greifen gerade an. Wir haben keine Spezialwaffen dabei, die zwei, okay. Hast du irgendwas? Was ist denn das da eigentlich? Selbstzerstörung, das lassen wir mal lieber. Das macht zwar wohl gewaltigen Schaden, aber das Schiff ist dann halt im Arsch. Macht 4000 Schaden, okay, krass. Ist viel. Ja, aber wie gesagt, es reichen an sich zwei Schiffe. Wir können irgendwann mal hergehen, das Schiff wegschicken. Problem ist nur, dass wir Gegenwind haben beim Nachhausefahren, das ist aber blöd. Aber die Insel gibt eh gleich auf. So, das Schiff richtig. Deswegen schicke ich das schon mal nach Hause. Ja, und dann war das eine ziemlich erfolgreiche Geschichte, würde ich sagen. Eine erfolgreiche Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich lasse hier die zwei Schiffe auf jeden Fall mal da stehen, falls es auf blöde Ideen kommt. Und bis zum nächsten Mal wieder bei Anno 1800. Tschüss.